So, moin moin, da sind wir wieder, Svens Project Ziele. So, und ihr seht, wir sind heute nicht am Strand, sondern sind gerade auf dem Wasser hier in Manavgat. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit. Es ist hier neben Klamotten auf alle Fälle mal ein Erlebnis, wenn du mal hier einfach mal dir das Obst hier anguckst. Ja, und ich erkläre euch ein bisschen die Preise. Ein Lira sind ungefähr knapp 30 Lira sind ungefähr 1 Euro. Und ihr seht, wenn man das umrechnet, bist du hier bei ungefähr 40 Cent für Tomaten. Ja, ja. Danke. Tschüss. Und hier kaufen morgens mal die Einheimischen ein. Und gibt wirklich schöne Sachen hier. Könnt ihr mal gucken. Oliven in allen Formen. Und das ist etwas, was wir sehr genießen hier, wenn wir in der Türkei sind. Wir freuen uns schon drauf, wenn wir wirklich mal irgendwann mal auswandern. Da einfach mal hier die schönen, das schöne Obst zu kaufen, das schöne Gemüse zu kaufen. Und das kommt ja wirklich frisch vom Feld. Also wo wir uns jetzt hinten gerade befinden, kannst du davon ausgehen, dass es wirklich frisch geerntet. Und du siehst hier, die packen gerade aus und sortieren. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum hier. Also hier kannst du Bohnen kaufen, Melonen kaufen, Tomaten, alles frisch vom Feld hier. Und es wird auch fleißig hier eingekauft. Ja, und das ist etwas, was man auf alle Fälle mal gesehen haben muss. Ja. Laufen hier noch ein bisschen weiter. Der Sitt hier wird fleißig angekauft am frühen Morgen. Und natürlich darf nicht fehlen Turkish Delight. Ja, immer schön. Wenn ihr hier seid, auf alle Fälle mal probieren. Ja, danke. Ja, hier meine Frau. Ja, ja. Und ihr seht, Gewürze und Tee gibt es hier. Und wenn ihr diesen Geruch habt in der Nase, ist einfach herrlich und das ist etwas, was man auf alle Fälle mal gesehen haben muss. Dann, wir gehen nochmal auf die andere Richtung. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass mein Handy sich hier ein bisschen dreht. Ja, dann kommen wir auch wieder zurück. Und wie gesagt, das sind hier so die Einheimischen, die wirklich vom Feld eingebaut haben. Und das ist wirklich frisch gepflückt, das kann ich garantieren. Und die haben super Preise hier. Also für die, die hier mal irgendwann leben möchten, ist das ein guter Tipp, auf alle Fälle morgens eins kaufen zu gehen. Und ihr hört es, die Türken sind sehr redefreudig und hier wird hart verhandelt am frühen Morgen. So, wir lassen mal kurz den LKW durch hier. Und ich zeige euch mal in der Zwischenzeit hier, was es so Schönes gibt. Ja, und jetzt wird das mal, ja, und ihr seht, also auch wenn hier mal ein LKW rein und raus fährt, dann wird hier ordentlich gewinkt, ordentlich gesprochen. Das, ja. So, ja, ist einmal ein gutes Erlebnis, hier mal durchzugehen. Wir gehen mal in die Markthalle rein. Laufen mit euch ein bisschen hier. Also ihr könnt ihr auch ganz gemütlich einfach morgens einen Tee trinken, einen Kaffee genießen. Und ich gehe mit euch mal ein Stück wirklich hier unter die Markthalle. Und ihr seht, man kann hier einfach so rumlaufen. Und das Herrlichste hier ist einfach der Geruch von den Gewürzen. Ja, ihr seht es. Hier getrocknete Früchte, Turkish Delight. Es gibt jede Menge Arten von Nüssen, auf alle Fälle. Ja. Und herrliche Pfirsiche. Ja, schaut euch das mal an hier. So wird das hier morgens aufgebaut. Wir laufen jetzt hier mal so ein bisschen rum. Ganz frische Melonen und viele Köstlichkeiten. Hier vorne hat er Feigen. Ja, auch in verschiedenen. Und für die, die noch Erdbeeren mögen, ja, gibt es hier noch. Ja, Drachenfrüchte, ich weiß gar nicht, das sind, glaube ich, weiß ich nicht genau, Nektarinen, Pfirsiche, ja. Und es gibt auch jede Menge Gemüse, ihr habt ja Paprika ohne Ende.
Und ihr seht, hier wird fleißig gekauft. Und das ist auf alle Fälle, hallo, auf alle Fälle ein Erlebnis, wenn ihr hier seid, müsst ihr euch einfach mal angucken. Die bauen das Obst hier super auf und dekorieren das hier. Kenne ich auch nur in der Türkei. Siehst du selten in Deutschland. Du siehst, die bauen hier so kleine Türmchen. Und wir gucken mal, was haben wir, die Pfirsiche hier. Das sind 50 türkische Lira. Sind ungefähr 1,80 Euro. Aber wenn ihr die seht und die riechen, ja, das ist Wahnsinn. Ja, und er hat auf der anderen Seite, hat er hier auch Pfirsiche. Die baut er gerade auf hier, schön mit Dekoration. Und der nimmt sogar noch 35 Lira. Sind etwas über 1 Euro. Und hier gibt es dann noch Köstlichkeiten, die Kirschen. Ja, der hat noch Kirschen hier, frisch geerntete Birnen, Pflaumen. Und hier sind noch keine Preise dran, aber das kommt noch. Ja, und das musst du einfach mal gesehen haben, wenn du hier bist. Ja, ich fahre hier eigentlich weniger hin wegen dem Klamottenmarkt, sondern freue mich eigentlich immer, wenn ich hier bin, um das jetzt zu zeigen. Deswegen fahren wir gern zum Markt hier. Allein dieser Geruch hier morgens ist es wert, einfach hier hinzufahren. Und ihr seht jede Menge Köstlichkeiten hier. Ja, wer das schon mal probiert hat, es ist sehr süß, aber schmeckt hervorragend. Getrocknete Früchte, jede Menge Gewürze. Einfach könnt ihr abwiegen, wie viel ihr möchtet. Hallo! Und immer wieder schön hier. Ja, und es gibt auch jede Menge dazu. Mit Nuss, Käse, ja, der ist nicht ganz so günstig hier. Ich guck mal, 140 Lira sind 4,50 Euro ungefähr. Aber ihr seht, der hat hier jede Menge Sorten und die passenden Oliven dazu. Und ihr seht, der hat jetzt mittlerweile sogar einen Kühlwagen. Das war früher nicht der Fall, da hat man es einfach hier gelagert. Ja, und jede Menge schöne Früchte, der hat schöne Trauben hier. Guck mal, was kosten die Trauben. Sind 40 Lira, sind ungefähr 1,20 Euro. Und es gibt auch Drachenfrüchte, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Drachenfrucht ist. Schmeckt innen wie so eine Erdbeere. Die kostet 200 Lira. Hast dann schon ein bisschen teurer ein Kilo. Da bist du dann bei 6 Euro ungefähr. Wollen wir nach hinten nochmal durchlaufen? Ja. So. Komm, wir laufen da hinten nochmal durch. Ich zeige euch noch ein bisschen was. Die bauen alle noch auf hier. Es ist recht früh. Ist 8 Uhr in Deutschland. Bei uns in der Türkei ist es 9 Uhr. Und ihr seht, hier ist noch ein bisschen Platz. Da kommt noch so der ein oder andere Händler, denke ich. Und ja, ihr seht diese Köstlichkeiten hier. Man muss es wirklich mal erlebt haben. Hier riecht es wirklich noch nach Obst und nach Gemüse. Das ist etwas anders, als wenn du bei uns in den Supermarkt gehst. Und das ist etwas, was wir sehr mögen hier in der Türkei. Und laufen hier einfach mal weiter. Hier haben wir Bohnen. Der baut noch auf hier. Ja, dann gibt es natürlich auch jede Menge Kartoffeln und Zwiebeln. Ja, also glaubt man immer gar nicht. Also die essen genauso Kartoffeln wie wir auch. Ja, und das sind so die Köstlichkeiten hier, die ihr habt. Und ihr seht, die schleppen noch die dicken Säcke hier durch die Gegend. Und ihr habt natürlich hier immer jede Menge Gewürze, getrocknete Früchte. Gibt auch türkischen Honig, kann es mal zeigen. Ja, also da könnt ihr ganz frisch aus dem Trog, hätte ich jetzt was gesagt. Danke. Ja. Hallo, guten Morgen. Ja. Haben wir schon. Ja, ja. Was hat er da Schönes? Was hat er da Schönes? Mit Viagra. Mit Viagra. Okay. Danke. Ja, ja, na, also die sind doch mal für einen Schatz zu haben. Ja, und deswegen. Ja, moin, Rolf. Ja, ja. Eine Frage. Ja, danke, ich möchte nicht. Ja, danke. Ja. So. Ja, ihr seht, wir sind gerade auf dem Markt hier.
Ja, und die bauen ja gerade kräftig auf. Und wenn ihr mal einen schönen Weißkohl haben wollt, frisch vom Feld, dann seid ihr hier genau richtig. Und selbst die Kräuter werden hier schön aufgebaut. Die werden morgens hier nochmal extra gewässert. Ja, und ihr seht, so kommen die vom Feld hier. Und selbst Petersilie wird hier nicht einfach nur hingeklatscht, sondern habt ihr hier schön sortiert. Ja, so, wir sind noch relativ früh, deswegen ist noch nicht alles fertig. Wenn ihr herkommt, ich empfehle euch immer so, ja, zwischen 9 und 10 herzukommen. Dann ist das meiste aufgebaut. Aber immer ein Highlight, wenn wir hier sind. Wir fahren hier gar nicht hin wegen Klamotten, sondern wir fahren eher hier hin, um hier mal den türkischen Markt zu besichtigen. Ja, und genau, das soll so ein kleiner Auftakt sein. Wir nehmen euch ein bisschen mit jetzt durch die Kleider rein. Ja, ich weiß noch nicht, wo wir lang wollen. Ich glaube, wir gehen hier runter und zeigen euch mal so ein bisschen den Kleidermarkt hier vom Bazar. Wir haben gestern ein kleines Shopping-Video gedreht in Kumkö. Und was ihr hier findet, ist eigentlich mehr oder minder dieselbe Ware. Ich muss sagen, mittlerweile ist das so ein bisschen der uninteressantere Teil hier auf dem Markt geworden. Also das, was ihr in den Geschäften findet, findet ihr hier auch. Und viele Geschäfte, die ihr vielleicht aus Side oder aus Kumkö, ihr wisst nicht, kennt, die haben hier auch einen eigenen Stand. Und bauen hier auf den Märkten auf. Und der findet immer montags und donnerstags statt. Hier in Manavgat. Ja, und ihr seht, es ist noch früh am Morgen, ist noch relativ übersichtlich. Deswegen fahren wir relativ früh immer hierher. Dann hast du es nicht so voll. Je später du kommst, desto voller wird es. Ja. Ja, und du hast überall nette Verkäufer hier, die warten auf dich, damit sie hier ein bisschen was verkaufen dürfen. Ja, und so sieht das aus am frühen Morgen. Wir sind jetzt mit dem Taxi gefahren heute Morgen. Man kann auch hier gut mit dem Dolmuscher fahren. Einfach, was euch am meisten gefällt. Und ja, nee, diesmal ist Facebook. Ja, und da könnt ihr hier die Gänge runtergehen. Es ist ziemlich verwinkelt. Also man kann hier, glaube ich, gute 2 Stunden alle Stände mal abklappern oder alle Wege mal abklappern. Ja, guten Morgen. Ja. So, und wie gesagt, wir laufen mal ein bisschen mit euch durch hier und zeigen euch mal, was es so gibt. Also hier findest du alles von Uhren, Souvenirs, Taschen. Ja, hier sieht man es. Und wie gesagt, Nachteil ist, es ist ein bisschen dasselbe, was du auch in den Geschäften direkt vor Ort an den Hotels findest. Aber es gibt immer mal so ein paar schönere Sachen hier. Also wer Antiquitäten mitnehmen möchte, so hast du mal ein bisschen was Spezielles hier. Und das Ganze ist überdacht. Ja, also auch bei Hitze braucht er keine Angst haben, dass er hier einen abschwitzt. Das ist gar kein Problem. Die überdachten das ein bisschen. Dann hast du hier ein angenehmes Klima. Ja? Wie viel? Wie viel ist gerade gucken oder wie viel? Ja. 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 Ne? Das ist original. Ja. Ja. Hallo. Keine Interesse, ich bin hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. So. Ja. Wir laufen ein bisschen durch. Also ihr findet auch hier Elektroartikel, der wollte mir gerade einen Gimbal hier verkaufen und da kann ich euch sagen, schaut da genau hin, wenn ihr das macht. Ja, und wie gesagt, es ist noch recht übersichtlich hier. Für Frauen Bikinis, ja, Strandkleider habe ich gesehen. Und einer der Renner zurzeit hier sind die Koffer. Ich gestern schon mal im Kumko-Video gezeigt. Ja, also wenn der Platz im Koffer nicht ausreicht, hier könnt ihr noch mal ein bisschen nachkaufen. Sonnenbrillen. Immer
ein guter Tipp hier, einfach ein bisschen zu vergleichen. Und das würde ich auch mal empfehlen. Du hast in vielen Geschäften dasselbe. Nehmt die Ware in die Hand, ich habe es gestern Abend schon gesagt, und fasst es mal an, probiert es mal an. Und wenn es euch gefällt, dann kauft es. Wenn es euch nicht gefällt, die sind euch nicht böse, aber dann sagt bitte auch ganz klar, nein, möchte ich nicht. Und dann sind die auch ganz, ganz pflegeleicht. So, natürlich auch für Kinder, ja, kannst du dich hier gut eindecken. Ja, sitzt, also gibt auch Kinderkleidung, ja, und da könnt ihr natürlich auch. So, wir laufen jetzt ein bisschen mit euch hier durch die Gegend. Wenn ihr auch was sehen wollt oder mal ich ein bisschen näher rangehen soll, einfach Bescheid sagen. Ich sehe, der eine oder andere ist schon hier im Live-Video mit drin. Und ich weiß, es ist noch sehr früh bei euch. Ja, bei uns ist es schon 9 Uhr hier in der Türkei. Und wir sind um 8 Uhr aufgebrochen hier zum Markt. Und es ist eine gute Zeit, wenn du morgens kommst, hier in Ruhe shoppen zu gehen. Je später du kommst, desto voller wird es dann dementsprechend. Das werdet ihr nachher merken, wenn wir hier noch mit euch ein bisschen rumgehen. Dass immer mehr Betrieb wird. Ja, ah, ja. Ganz, ganz lieber Freund hier. Ja. Alles klar? Hi. Hi, mein Freund. Ja. Willkommen. Alles okay? Geht's gut? Ja. Ja. Wir haben einen ganz, ganz netten. Genau, genau. Ja. Und ich habe ihn schon ein paar Mal gezeigt. Ja, der hat so verkauft hier so Kinderklamotten. Ist ein ganz netter Mensch. Könnt ihr mal gucken. Der hat ganz tolle Sachen hier. Ja, mit Trainingsanzügen für Kinder und viele Kinderklamotten. Und würde mich freuen, wenn er den Erkan mal mitbesucht hier. Ja, und den findet er auch hier auf dem Markt und findet ihn auch in Cedar auf dem Markt. Und wir freuen uns immer, wenn wir mal Bekannte hier sehen. Ja, ihr seht, wir sind schon ziemlich lange in der Türkei und treffen auch immer wieder den einen oder anderen Bekannten hier wieder. Ne? Und ja, so ist das. Ja. Ja. Ne? Und würde mich freuen, wenn ihr die hier unterstützen würdet. Also wenn ihr schöne Klamotten haben wollt, ich gehe mal, guck mal, was er da oben noch hat. Der hat auch schöne Kinderjacken, wenn ihr Kinder mit dabei habt oder Enkelkinder. Ja, oder einfach nur Freunde mit Kindern. Ja, dann guckt mal hier. Ist immer, spricht sehr gut Deutsch. Ja, also könnt ihr auch ganz getrost reingehen und wir kennen ihn schon jetzt ein paar Jahre. Und freuen uns eigentlich immer, wenn wir ihn hier auf dem Markt treffen. Ja. Und ihr seht, hier ist noch ganz viel, ja, noch ganz viel los. Ja. Bleib mal gesund. Ja, genau. Bleib du gesund. Ja. Bleib mal gesund. Bleib gesund. Ja, und ganz wichtig, gute Geschäfte auf alle Fälle. Dankeschön. Ja, wir gönnen es euch. Alles Gute. Ja. Tschüss. Immer wieder schön, wenn du hier nette, bekannte Gesichter triffst. Wir freuen uns immer, die wirklich hier zu sehen. Daran merkt man auch, wir fahren nicht so wenig in die Türkei und deswegen machen wir auch so gerne hier Videos mit euch. Ja. Hallo! So, und jetzt gucken wir mal, was es noch so gibt. Parfüm gibt es natürlich auch an jeder Ecke. Ja, wollen wir hier runter, Tanne? Ja, genau, wir laufen hier mal runter. Und kriegt auch Elektroartikel, habe ich vorhin schon kurz angefangen, wollte ich noch zu Ende führen. Da probiert es aus. Ja, danke. Ja. Probiert es aus vorher, bevor ihr es kauft. Ist immer ganz wichtig. Die können hier unheimlich gut faken. Elektronik ist hier nicht so die Stärke in der Türkei. Und das müsst ihr einfach mal wissen. Ja, gibt auch gute Sachen, also ich will das nicht schlecht reden. Aber Elektronik ist hier eigentlich sehr teuer. Und wenn ihr es hier seht, das ist wirklich made in China. Ist bei Klamotten eigentlich eher weniger der Fall. Die werden hier vor Ort produziert. Und da habt ihr diese Sachen eigentlich nicht. Also die meisten lassen in Istanbul oder Ankara fertigen. Und dementsprechend hast du auch gute Qualität. Das machen auch die Markenhersteller selber. Und hier wird natürlich auch fleißig kopiert.
Ich habe neulich gerade gelesen, die Türkei ist das viertgrößte Land des Kopierens. Ich dachte mal, sie waren noch ein bisschen weiter vorne, aber wenn ihr über Fakes redet, dann seid ihr natürlich hier. Richtig. Guten Morgen. So, und ihr seht, jetzt sind wir im Gang hier. Hier ist ganz entspannt. Hier kannst du ganz entspannt trödeln. Und ich habe eben schon mal Kinderklamotten gezeigt. Ihr habt hier jede Menge Auswahl. Auch für die Kinder. Bisschen Spielzeug, wenn denen langweilig ist. Und natürlich für Kleidung jede Menge. Ja, und ihr seht, jetzt um die Uhrzeit kann man hier ganz entspannt durchlaufen und einfach gucken. Trikots habe ich gestern Abend gezeigt, also schaut mal in das YouTube-Video von gestern, da findet ihr das in Kumkö nochmal. Ja. So, Tanja, wolltest du wegen Hosen nochmal gucken? Der hat ja so eine, nee. Meine Frau läuft hier neben mir. Wir gucken gerade mal so ein bisschen, was uns so ins Auge sticht. Und ja, ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß, am frühen Morgen hier mitzukommen. Guten Morgen, guten Morgen. Und ihr habt immer ganz nette Verkäufer. Ja, genau. Und die preisen hier ihre Waren an. Und ja, wie gesagt, wenn ihr so einen Nebengang hier nehmt, ist das recht entspannt. Und hier gibt es wirklich im Moment nicht so viel Betrieb. Das ändert sich drastisch in ungefähr einer Stunde. Dann wird es hier voll. Und das ist für uns immer ein guter Punkt, dann zu sagen, gut, jetzt fahren wir langsam wieder ins Hotel zurück. Du fährst von von unserem Hotel fährst du eine gute Viertelstunde, würde ich sagen, hier nach Manavgat. Und im Dolmusch ein bisschen länger. Da bist du, glaube ich, so 25, 30 Minuten unterwegs. Aber völlig in Ordnung. So, und jetzt zeige ich euch nochmal was, was ich mal wieder faszinierend finde. Ja, die tütteln hier gerade die Zelte hier oben fest und ich frage mich immer, wie die das abends wieder auseinanderkriegen. Ja, man sieht es hier oben, das Ganze ist überdacht und hier kannst du eigentlich mal ein bisschen Spaß haben, wenn die morgens aufbauen, zu gucken, was hier so passiert. Ich weiß immer nicht, wie die das abends wieder auseinander tütteln, aber es scheint zu klappen. Man sieht das immer wieder hier. So, und es gibt ganz viele Gänge, also du kannst immer nach links runter gehen, nach rechts runter gehen. Ihr kommt dann irgendwann immer wieder an einem selben Punkt raus. Ja, merkt euch das ein bisschen, ist ein bisschen wie ein Labyrinth hier und deswegen. Ja, hier oben sieht man es mit dem Tüdeln, was ich gerade gesagt habe. Ja, guten Morgen, Andi. Ja. Ja, für die, die jetzt später dazu gekommen sind, wir sind hier auf dem Bazar in Manavgat und laufen jetzt hier gerade so ein bisschen durch die Reihen. Wenn ihr das Video jetzt nicht von Anfang an gesehen habt, könnt ihr nochmal reinschauen. Wir haben beim Obstmarkt angefangen und laufen jetzt hier so ein bisschen durch die Klamotten rein. Und ihr habt auch hier die Möglichkeit, für eure Handys hier Hüllen zu kaufen. Wie gesagt, für Frauen gibt es hier jede Menge Taschen, Klamotten für Männer und Frauen. Und es ist noch sehr ruhig hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Wir haben 27 Grad, sehe ich gerade. Und 28, ja, meine Siri hier korrigiert mich auch. Na, jetzt wird es auch noch belehrt. ja, 28 Grad hier, aber du merkst es nicht. Es ist hier schön im Schatten und wir laufen jetzt ganz gemütlich hier einmal durch. Mit euch zusammen. Und zeigen euch mal so ein bisschen, was es hier gibt. Das Coole ist auch, die haben hier, also mittlerweile 7XL habe ich gerade gesehen. 5XL war mal so ein Renner. Ja, jetzt gibt es sogar 7XL. Und hier kannst du schöne T-Shirts kaufen in allen Größen. Und nicht vergessen, wenn ihr mal hier seid, müsst ihr auf alle Fälle mal einen Tee probieren. Das ist immer ganz wichtig.
Und da gibt es ja wirklich an allen Ecken und Enden. Blende mich einfach mal so ein bisschen hier rein. Ja, und hier gibt es also für groß, klein, schmal, dünn, ja, also alles, was man sich vorstellen kann, gibt es hier was zu kaufen. Ja, das stimmt. Ich habe es eben schon gesagt, Andi, das ist genau der Punkt. Also das, was ihr in den Geschäften in Ziele und Kunkel findet, findet auch hier letztendlich auf dem Markt. Und deswegen, wir fahren hier gerne hin, weil wir einfach den Obstmarkt hier sehen wollen. Für die, die einkaufen wollen. Also ihr könnt das auch lokal in den Geschäften machen. Dafür braucht man nicht extra hierher fahren. Aber ja, ist mal eine andere Atmosphäre. Für die, die es noch nicht kennen, lohnt sich das auf alle Fälle mal, so einen Eindruck hier zu kriegen, wie so ein Bazar aussieht und ne, was man so erleben kann hier. Für uns, wie gesagt, ist wichtig, hier mal uns das, den Obstmarkt einfach mal eine Brise mit frischem Obst, mit frischen Gewürzen zu nehmen. Und das ist halt richtig cool. Klamotten selber, ja, wie gesagt, findet ihr in jedem Geschäft und viele haben dasselbe. Und von daher, ja, ist das identisch. Ja. Genau. So, das war jetzt ein gutes Statement. Er hat gerade gesagt, hat ein Parfüm ausprobiert und er sagt, wenn es hält, wenn man es abwaschen und ich zurückkomme, dann kaufe ich es. Das solltet ihr auch tun. Immer vorsichtig mit dem Zeug. Das ist wirklich gefaked. Da würde ich euch mit gutem Gewissen sagen, lasst die Finger davon. Das ist die Sache nicht wert. Dann geht lieber einen schönen Kaffee trinken, einen schönen Rakı trinken, ne? Mit eurem Partner, mit eurer Frau, mit eurer Freundin, mit eurem Mann. Da spart euch das Geld. Ja, aber ihr seht, wie gesagt, ganz entspannt hier. Du kannst ganz, ganz entspannt gucken und die haben hier auch Andenken, kannst du kaufen. Was ich mal ganz witzig finde, sind so kleine Hosen, die kannst du alles hier ausprobieren, ja, wenn du möchtest. Und ihr seht, es ist im Endeffekt überall an jedem zweiten Stand dasselbe. Deswegen gehen wir hier eigentlich nur noch selten durch die Reihen. Aber ich habe gedacht, ich zeige es euch mal, damit ihr mal seht, was es so Schönes gibt. Ja, und wie gesagt, Tee muss man mal probiert haben, ja, auf alle Fälle. Ja, ich bin Doktor aus der Türkei. Hallo, schön, liebe Grüße von Türkei. Genau. Ja. Ja. Wir kommen aus Deutschland, ne, aus der Nähe von Braunschweig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, genau. Und ja, deswegen. Also immer nette, freundliche Verkäufer hier, kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Ja. Sprecht mal mit dem. Ja. Tschüss, danke. Und das ist das Schöne, wenn du hier morgens kommst, dann haben die immer noch mal kurz Zeit für einen Snack oder für einen Schnack. Ja, und das ist immer ganz nett. Sind wir von da gekommen? Oder wollen wir da runter? Ja? Ja. So, wir biegen jetzt hier mal ab. So, ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Also wie gesagt, für die, die es kennen, ja, guten Morgen. T-Shirt. Ja. Wie gesagt, alles Mögliche hier zu kaufen. Wirklich von Unterwäsche bis zur Winterjacke. Habt ihr das? Ja. Und ne? Er hat schöne Uhren hier, sehe ich gerade. Ja. Und Fliegen klatschen. Ne? Also das gibt's ja auch. Ihr seht, die bauen immer noch auf. Ja, das ist durchaus so. Gegen 10 sind die hier fertig mit allem drum und dran. Und dann könnt ihr hier einkaufen. Was wir gesehen haben, das ist neu oder haben wir noch nicht ganz so oft gesehen. Du kannst mittlerweile auch hier mit Kreditkarte bezahlen. Das haben ganz viele Geschäfte hier mittlerweile. Wir hatten uns gerade mit meinem Freund Bülent unterhalten und da sage ich, Mensch, ihr werdet immer moderner hier.
Und auch das ist möglich. Ja, das heißt, wenn ihr nicht genug Bargeld mit habt, dann könnt ihr bei vielen Geschäften hier auch mit der EC-Karte oder mit der Visa Mastercard bezahlen. Also auch das ist möglich. Immer zweimal hingucken, sage ich immer, was auch wirklich abgebucht wird, aber sie werden immer moderner. Ob du hier mit Apple Pay bezahlen kannst, kann ich euch nicht sagen. Kommt wahrscheinlich auch irgendwann mal. Und lustig ist, wenn noch nicht so viel los ist, ja, dann wird erstmal, werden erstmal die Handys gecheckt hier. Ja, ich weiß nicht, vielleicht guckt der eine oder andere hier zu. Aber jetzt bin ich dran, ja. Mein Lieber. Jetzt bin ich dran. Womit? Ja. Das sind die Standardsprüche hier, die habt ihr immer auch hier auf dem Markt. Und die versuchen natürlich immer hier auch Geschäft zu machen. Und ihr seht, die sind auch schon ganz gut besucht hier. Du bist sehe gerade Kinderschuhe hier, 10 Euro. Kann man machen. Die sind okay. Ja, gerne. Also schön, wenn wir ein bisschen Spaß machen können hier mit dem Rundgang. Und wer schon mal hier war, der weiß hier so ein bisschen die Gänge. Und für die, die noch nicht hier waren, ist das mit Sicherheit mal ein Erlebnis, hier einfach mal durchzugehen und hier einfach mal ein bisschen zu wühlen, ein bisschen zu verhandeln. Wir haben gesehen, sind es auch viele mit Festpreissitz mittlerweile, ja, wo du auch Preise dran hast. Aber du bist in der Türkei und da kannst du auch nochmal ein bisschen um den Preis feilschen. Das gehört dazu hier. Ja. Hier waren wir schon, ne? War hier schon durchgelaufen, Tim? Das war das mit der 7XL, glaube ich. Hallo, welche? Ja. Wenn man filmt, verliert man manchmal die Orientierung hier, aber keine Angst, ihr findet immer wieder auf den Hauptgang hier zurück. Und von daher ist das kein Problem. Ja, na, hier gibt es wieder türkischen Tee. Ja, und schöne T-Shirts. Ja, lauf erstmal geradeaus durch. Gucken mal, was wir noch so entdecken hier. Vielleicht haben wir mal ein schönes Highlight. Mittlerweile auch sehr beliebt hier. Die haben tolle Badeklamotten hier. Da ein bisschen gucken, die Färben teilweise. Ne? Also guckt euch da genau den Stoff an. Schöne Sonnenbrillen, für die, die es vergessen haben. Ledergürtel. Guck mal, der hat da so ein... sowas meinst du nicht, ne? Ja. Wir haben von meiner Schwester gestern noch einen Gürtel geholt. Findet ihr in meinem YouTube-Kumpel-Video. Haben wir in zwei Teilen gestern Abend eingestellt. Und wenn ihr Lust habt, guckt da einfach mal rein. Heute haben wir gedacht, gehen wir mal auf Facebook hier live. Und ist auch schön, mal was anderes zu machen. Euch am frühen Morgen hier mal mitzunehmen. So. Und jetzt sind wir hier wieder Eingang weiter. Hier gibt es so Strandkleider. Das ist ja so ein bisschen der Renner hier, haben wir gesehen. Jetzt drängen wir uns mal ein bisschen durch hier. Auch hier so türkische Schals. Rechts, links. Hier runter, ne? Ja. Ja, und da seht ihr ganz viele Gänge. Und wie gesagt, immer habt ihr mehr oder minder dieselben Waren. Deswegen, also wenn es bei euch bei einem nicht gefällt, dann geht einfach ein Stück weiter. Fragt da auch nochmal. Und da, wo ihr am besten ein bestes Bauchgefühl habt, da geht ihr einfach hin und kauft, wenn ihr etwas mitnehmen wollt. Wir haben gestern gerade Trikots per Auftrag gekauft. War ganz witzig. Ich glaube, wir haben den Menschen von Trikomatik in Kumkö total verrückt gemacht. Wir haben, Daniel, wie viel haben wir mitgenommen? Ich
weiß gar nicht, 7 Fußballtrikots. Ja, unsere Freunde und Bekannte, die fragen bei uns immer an, Mensch Sven, wann fahrt ihr wieder in die Türkei? Könnt ihr uns hier mitbringen? Ja, machen wir natürlich gerne. Hallo, Leinenzeichen, Leinen. Leinen, ja genau. Ja, also, ihr habt ja auch mal so Leinen. Eine Frage, ich erkläre was. Das ist von türkischer Leinen. Ist das nicht China oder so? Ah, okay. Ist das Baumwolle-Leinen? Ja, okay. Das auch Leinen. Ja, sehr gut. Ja. Ne, also, ihr habt doch mal ein bisschen was anderes, das hat nicht jeder. Genau. Ja, und auch da habt ihr einen netten Verkäufer, die beraten euch dann. Ups. Ja. Das ja. Ohne Bildung, ohne Schwitz. Ah, okay. Ja, okay. Also, gute Geschäfte. Danke. Also auch das ist mein Tipp, ruhig mal stehen bleiben, mal ein bisschen was erzählen lassen und nichtsdestotrotz, wie ich immer sage, anfassen, ausprobieren und dann kaufen. Es gibt auch viele, die hier noch so türkisches Handwerk machen, also das sieht so nach selbst gehäkelt aus. Das war so traditionell hier in der Türkei und ist jetzt nicht so mein Ding, aber für den, der sowas mag, auch ein guter Tipp, hier mal herzufahren. Und für Frauen gibt es auch mittlerweile ganz viel Sommerkleider hier. Ja. So, hier mal eine Seite. Ja. So, das soll es gewesen sein für unseren kleinen Rundgang mit euch hier auf dem türkischen Bazar. Wir machen nachher noch ein paar schöne Videos. Bleibt einfach dran über den Tag. Und heute gibt es auch mit Sicherheit noch ein YouTube-Video. Wir werden das hier auch wieder hochladen, aber wir haben heute gedacht, wir nehmen euch mal auf Facebook mit live und führen euch so ein bisschen durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Kommentar und ein Like freue ich mich natürlich und guckt einfach hier weiter rein. Wir werden weitere Videos aus dem Urlaub herausdrehen und wäre schön, wenn ihr uns treu bleibt. Ja, schaut einfach wieder rein. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, euer Sven.